Ein verstärktes Wachstum kann letztlich in jedem Organ passieren. Vorzugsweise allerdings in den vorhin erwähnten, im Bereich des Gesichts, eben Nase, Stirn, Unterkiefer, darüber hinaus eben im Bereich der Hände und der Füße. Es können aber genauso gut auch innere Organe wie zum Beispiel eben die Leber betroffen sein und eben letztlich jedes Organ. Neben den namensgebenden Veränderungen mit eben Wachstum der Akren sind insbesondere Hautveränderungen wie eine ölige Haut, aber auch ein vermehrtes Auftreten von Muttermalen und ähnlichen Gebilden an der Haut und auch vermehrtes Schwitzen, das Patientinnen und Patienten besonders stört, zu beobachten. Zu den äußerlich nicht sichtbaren Veränderungen zählen alle Beeinträchtigungen oder Interferenzen mit dem Stoffwechsel. Und hier sind in erster Linie eben ist in erster Linie die Beeinträchtigung vom Kohlenhydratstoffwechsel zu erwähnen, also eine gestörte Glukosetoleranz bis zu Diabetes mellitus. Es kann ebenso gut eben sehr häufig zu Bluthochdruck kommen, zu einer Herzinsuffizienz, zu Skelettveränderungen, die Patienten besonders beeinträchtigen, weil es mit großen Schmerzen verbunden ist. Und bedauerlicherweise sind das auch Veränderungen, die durch eine erfolgreiche Therapie nur gering beeinflusst werden können. Wird die gesteigerte Wachstumshormonproduktion nicht gebremst, entwickeln sich die Symptome weiter. Bedauerlicherweise ist es aber auch so, dass selbst bei erfolgreicher Behandlung der Akromegalie manche Symptome sich nicht zur Gänze zurückbilden. Dazu zählen zu einem die Skelettveränderungen, sehr häufig auch das Schwitzen